Leute und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ja, heute werde ich ein kleines Unboxing machen. Ich habe mir nämlich etwas bestellt. Und zwar ein neues Mikrofon. Na komm. Sieht man das jetzt? Das ist das silberne Blue Yeti. Also genau das, was ich jetzt habe in Silber. Denn ich hatte leider schon ein bisschen Probleme mit meinem jetzigen. Also leider hat das nämlich Wackelkontakt und manchmal nimmt der Ton auch nicht auf, wenn ich filme. Das ist immer ein bisschen kacke. Deswegen, und das habe ich jetzt auch schon so seit, ich glaube, 2 Jahren oder so, fast diesen Herbst wird das 2 Jahre, also noch nicht so lange. Aber ich dachte mir, komm, ich wollte mir ein neues holen und deswegen habe ich jetzt das silberne hier und das werde ich jetzt mal auspacken und dann werden wir es mal testen. Ich werde es jetzt leider nicht mitbekommen, wie die Sounds sind, weil ich habe keine Kopfhörer. Aber wenn ich das Video schneiden werde, werde ich es ja sehen. Und ja. So, ihr Lieben. Da ist es, das neue Mikrofon. Ich hoffe mal, es ist alles verbunden. Ich hoffe, es funktioniert alles. Das hier ist mein, altes Mikrofon. Ich werde das ja auch noch weiterhin benutzen. Damit hat das alles angefangen damals, aber ich hatte davor noch ein anderes Mikrofon, was ich mir auch bei Amazon geholt hatte, aber naja, das war mein erstes Blue Yeti. Das hat auch seine eigene, sein eigenes Kennzeichen, sag ich mal. Das hat nämlich hier eine Delle. Sieht man das? Ein bisschen. Das ist mir mal runtergefallen. So. Bäm, auf dem Boden. Naja, aber es hat es überlebt und seitdem hatte das Mikrofon eine kleine Delle. Naja, jetzt haben wir das neue. Ich würde einfach mal sagen, ich mache jetzt verschiedene Trigger und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und schreibt mir mal unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Ich würde einfach mal ganz random mit Brushing starten. Brushing einfach einer der geilsten Trigger überhaupt. Übrigens, sorry, falls im Hintergrund ein paar Geräusche sind. Ich nehme jetzt gerade tagsüber auf, sonst filme ich immer abends. Meine Nachbarn sind deswegen ein bisschen laut. Beziehungsweise halt die Hintergrundgeräusche.
soll ich sagen, es funktioniert, es hört sich einfach top an. Ich liebe den Sound. Mit Kopfhörern habe ich es, wie gesagt, noch nicht gehört, aber mir gefällt es schon mal richtig dolle. Ich freue mich. Ich mache auch direkt weiter. Ups, mit dem nächsten nehme ich jetzt auch nochmal. Ups, das Mikrofon steht hier im Weg. So. Diese kleinen Pinsel. Aber diese Rückseite nehme ich dafür, denn passt auf. Ich hoffe mal, das hört sich so nice an, wie ich es mir vorstelle. Das habe ich nämlich auf TikTok schon bei mehreren ASMR-Artisten gesehen, mit diesen, also mit dieser Rückseite von den Pinseln auf dem Mikrofon, dass sich das so richtig tingly anhört. Und bei meinem Blue Yeti, bei dem schwarzen, da hat sich das auch nice angehört, aber irgendwie nicht so wie auf TikTok. Also, falls die Kameraeinstellung nicht so gerade ist oder hier unten das Mikrofon, das sieht ein bisschen schief aus. Das hatte ich jetzt einfach provisorisch einfach nochmal aufgestellt, weil ich unbedingt einfach nur das Mikrofon testen wollte. Und dann ab den nächsten Videos wird es dann wieder professioneller. Ich warte noch wegen dem Geld und so. Ist ja jetzt auch.
war nicht gerade billig. Das Teil hat über 100 Euro gekostet. ja, aber man merkt, es hat sich gelohnt. Es war halt auch einfach nur nervig, immer wenn ich die Videos aufgenommen habe, immer Angst haben zu müssen, dass es gar nicht aufnimmt. Ja. Weil ganz oft, wie gesagt, mein Ton hat gesponnen und dann ging es leider nicht. Ich vermute mal, wegen dem Stecker unten beim Mikrofon. Man macht ja das Kabel hier unten. Ah ne, hier rein. Sieht man jetzt nicht so gut. Auf jeden Fall da, hier kommen die Kopfhörer. Und ich denke mal, weil ja, das schon so oft benutzt wurde mit dem Kabel, dass es deswegen so locker wurde und deswegen Wackelkontakt entstanden ist. Naja. Da kann man
ich den Part hier nicht mehr, nur noch den. Der hatte aber auch schon Wackelkontakt. Ja, klar, jetzt im Video sieht's man, also jetzt im Video fällt das Teil nicht raus. Das war so klar. Weil sonst sieht man das halt echt, dann kommt das hier so raus und das war schon echt sehr locker. Naja, egal, auf jeden Fall von dem, das ist der alte und von dem das neue ist schon verbunden. Und natürlich testen wir auch nochmal einen Schwamm. Passend zu Silber habe ich hier den goldenen Schwamm. Auch richtig schön Gold. Ups. Funkelt auch richtig schön. Sagen. Ich finde, wie gesagt, es
Handschuhe wollte ich mir auch nochmal in anderen Farben bestellen. Die gibt es noch in Rot, in Lila, Blau, glaube ich auch. Muss ich mal gucken. Ich habe die schwarzen. Support.